So, bin wieder da. So, jetzt wird wieder die Capture Card hängen des Todes, weil ich ewig im Pausenbildschirm war. Okay. Aber jetzt sind hier auf dem Schiff ganz viele Käfige. Die waren sonst nicht da. Das Schicksal. Oh, da laufen ja Pumas rum. Es kommt ja hier wieder zurück. Reine Perfektion. Es ist vollbracht. So macht man das. Okay. Jetzt fehlen wir bloß noch 7 Bauteile. Und dann habe ich die letzte Verbesserung fertig. Ich überlege gerade, wir wollten noch kurz ein bisschen klauen. Dann klaue ich jetzt so lange, dass ich mir die 7 Bauteile noch kaufen kann. Ich wollte ja ein bisschen sparen, aber die 7 Bauteile kaufe ich mir. Und dann können wir die Trophy noch machen, mit allen Hilfsmitteln verbessert. Das fände ich ganz cool. Ich kann kaum die Augen öffnen. Tatsächlich ist es so, dass bei uns, glaube ich, auch jemand Neues eingestellt wird. Aber das ist ein bisschen eine komplexere Geschichte. Aber nur stundenweise. Aber ich hoffe nicht, dass ich da viel helfen muss beim Einarbeiten. Ich meine, ich bin selber noch nicht so lange in der Firma. Da gibt es definitiv Kollegen, die viel mehr Erfahrung haben und wahrscheinlich besser sind im Einlernen als ich aktuell. Muss man einfach mal ganz ehrlich so sagen. Bin da nicht so scharf drauf. Hey, du hast die Tauben verjagt. Jetzt habe ich dir eine Kette geklaut. Was hast du davon? La la la. La la la. Ich habe das Gefühl, hier sind immer mehr Frauen mit Diebesgut als Männer. Wie kann ich Frauen öfter beklauen? Oh, die ist einfach aus dem Boden aufgetaucht. Wirklich, die Updates, die letzten, was ich allein heute schon für Glitches und schwebende Gegenstände hatte, das ist doch nicht normal, oder?
sorry. Musste mich kurz muten. Ich muss mal was trinken. Ist immerhin genug Material für deinen Zusammenschnitt. Ja, dann kann ich mich wieder nicht entscheiden, was davon ich nehme. أظنه من الإسماعيليين لا علاقة لنا به Wo ist denn der nächste Händler? Warte. Da oben ist eine historische Stätte. Da holen wir uns jetzt. Kann ich bitte den Mast nach oben? Basim? Können wir bitte den Mast nach oben? Danke. Hier ist ein Händler. Nimm alle und mach ein Assassin's Creed Special. Ich habe sowieso ein Problem. Dadurch, dass ich jetzt ja doch relativ oft streame im Vergleich zu vor August, weiß ich das noch gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe ja an sich schon fürs erste Halbjahr den Clip-Zusammenschnitt, der ist ja schon fertig. Aber allein jetzt... So darf ich hier nicht lang... Allein jetzt, das zweite Halbjahr, ich habe so viele Clips, das wird ein unendlich langes Video. Ich überlege schon, ob ich das auch noch mal splitte. Aber an sich finde ich das cool aus jedem Stream, auch wenn die Clips natürlich nicht immer lustig sind, weil ich meine, so viel Lustiges passiert ja hier nun auch nicht. Aber einfach so eine Erinnerung zu haben, was wir alles so in Streams gespielt haben, finde ich halt cool. Ich will das auch gern weitermachen, den Clips. Warte mal, ich brauche... Ja. 7... Bauteile. Schön, dich zu sehen. Ha, vielleicht hat die auch gar keine mehr. Vielleicht habe ich sie schon leer gekauft. Zeigst du mir deine Waren? Bitte, sieh dich um. Oh, sie hat noch welche. Die dürfen dir auch nicht ausgehen. Eine gute Wahl. Ich habe schon 1300 Geld. Das war's also für heute? Ich muss aufbrechen. Leb wohl. 700 noch? Gut 700. Dann hätten wir die Trophäe auch. Jetzt holen wir uns erstmal die für alle Hilfsmittel verbessert. Finde ich auch schön. Man kann das ja auch vierteljährlich machen oder so. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das nächstes Jahr handhabe. Weil es ist ja auch manchmal, ist ein Clip ja auch ein bisschen länger, damit man wenigstens die Situation versteht. Manchmal sind Clips auch ein bisschen kürzer. Deswegen ist das immer schwer, so richtig einzuschätzen,
man es macht. Frieden, Zadig. Schön, dich zu sehen. Dein Können wird mir sicher helfen. Das ist mein Angebot. Juhu! Genug gesehen. Alle Hilfsmittel fertig. Leb wohl. So, ich hab dir ja gesagt, wir machen die eine Nebenquest noch. Oh, das kann ich verbessern. Ich nutze halt gerade auch ein Schwert mit dem wenigsten Schaden. Ich gehe mal das Schwert verbessern. Locken euch die Bewegungen der Planeten? Schwebt ihr in der Musik der Gestirne? Der Planet freut sich zu verkünden. Ich grüße dich. Sei willkommen. Was hast du da? Hier ist, was ich habe. Pflege deine Klinge, sie wird es dir danken. Vielen Dank. Tödlicher als je zuvor. Schärfer denn je. Hm. Der Dolch macht nur 27 Schaden. Okay, der macht halt 74 Verteidigungsschaden, ne? Sonst nichts? Na gut. Auf ein andermal. Komm gern öfter vorbei. Wir haben jetzt ein anderes Schwert. So. Geschätzte Besucher Bastards. Fehlt noch ein Fertigkeitspunkt. Okay, wir haben jetzt die Quest Masalim-Gericht. Das Heim der Dichterin. Das Heim der Dichterin klingt irgendwie schöner. Ich bin dafür, dass wir das machen. Heute. Die andere Quest, die können wir dann Montag machen. Nächster Stream ist nämlich Montag. Schade, dass man hier nicht sieht, was man für Belohnung bekommt, wenn man die Quest gemacht hat. Aber man kann nicht alles haben. Hast du bei der Black Week schon zugeschlagen? Ich weiß gar nicht, ob das Susi letztens im Stream schon gefragt hatte im Chat.
Habt ihr gesehen, was mit seinem Umhang gerade abgegangen ist? Weise mir den Weg. Was, welches Haus ist es jetzt? Das hier? Controller und Headset. Das klingt nicht schlecht. Muss tatsächlich früher oder später mir auch mal neue Kopfhörer kaufen. Beziehungsweise, ich habe aktuell noch welche im Blick. Noch sind sie reduziert. Und das sind welche, die kann ich aber auch mit Bluetooth nutzen. Also zum Beispiel, wenn ich einfach nur Musik höre. Oder ich kann sie aber mit einem Kabel auch an einen PC zum Beispiel anschließen. Was ich halt super praktisch finde. Ich überlege, ob ich mir die kaufe, weil das Headset, was ich jetzt habe, ist bald 5 Jahre alt. Und das hat so Fake-Leder-Ohren-Muschel-Dinger. Das sind ja solche Over-Ears. Und die gehen halt langsam kaputt. Vom ständigen Aufsetzen, Absetzen und so weiter und so fort. Ich liebe diese Kopfhörer. Wirklich. Ich bin super happy mit diesen Kopfhörern. Aber ich überlege, mir diese anderen Kopfhörer zu kaufen und die hier dann irgendwann zu ersetzen, die ich jetzt habe. Ich wollte mir eine neue Uhr kaufen, da hatte ich mir vorher die Preise notiert. Mal schauen, ob es die jetzt günstiger gibt, ansonsten aber nicht. Eine normale Uhr oder so eine Smartwatch? Gerade wieder bei einer gelesen, dass sie schon länger bei Rebuy Bücher im Warenkorb hatte. Sind jetzt kurz vorher 10 Euro teurer geworden und kosten dann mit Black Week Rabatt so viel wie vor. Ja, das ist halt generell das Problem. Das sagen ja auch ganz viele. Man sollte sich schon im Voraus mal die Preise anschauen und dann vergleichen, ob man wirklich spart. Das stimmt, das hört man immer wieder. Wobei, ich meine eigentlich gehört zu haben, dass das auch bis zu einem gewissen Maß so schöne Häuser gedeckelt sein muss. Welch ein Kontrast zu den armen Siedlungen El Anbars. Also eigentlich dürfen die Händler nicht einfach wild sagen, hier, ich mache es jetzt 50% teurer, damit ich dann hinten raus 20% Rabatt geben darf. Eigentlich dürfen die das nicht. Oder nur in einem gewissen Rahmen. Aber da gibt es am Ende immer Schlupflöcher. Heute, wo ich nicht danach suche, finde ich überall diese Gerüste, die ich zum Einstürzen bringen muss. Ja.